Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2 Edition. Let's Part hat mich Lauro gegen diese zwei Kinder kämpfen lassen, die eigentlich sehr einfach waren. Und es hat geheißen, ich werde von ihm trainiert. Nein, sofort! Bam! Die werden reinlaufen. Hey, da liegen Pokébälle. Geil. Okay, was habe ich in diesem Part vor? Na, schauen wir mal, was ich machen muss. Also, ich habe keine Ahnung. Da hat jemand mal wieder den Monat gewechselt, hä? Das war ich. Ja, ich hatte den Monat mal wieder gewechselt, weil letztes Part habe ich ja Herbst gehabt. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Wer bist du? Ich habe hier etwas für dich. Keine Widerrede, nimm einfach! Was ist das? Eine Medaille. What? Das ist eine Medaillenbox! Und ich bin Dr. Medizin Allier! Klingt geil. Hast du zufälligerweise schon einmal von der sogenannten Medaillenjagd gehört? Nee, nie. Medaillenjagd? Pokémon? Sind die jetzt schon weiß, wo ich war? Ach, und selbst wenn, ich erkläre es dir trotzdem. Bei der Medaillenjagd werden deine Fortschritte als Trainer von Medaillenamt bewertet. Unnötig? Hier hast du gleich ein paar Medaillen zu unserem ganzen Willkommensgeschenk. Aha, erste Schritte. Und diese Tippmedaillen werden dir bei der Medaillenjagd eine große Hilfe sein. Noch eine Information am Rande. Wenn du die Voraussetzungen für eine Medaille erfüllt hast, kannst du sie bei mir im Pokémon Center abholen. Nimm zunächst am besten erstmal eine Medaillenbox zur Hand und schau, was sich alles darin befindet. Was soll das, Ganze? What? Ich will nachschauen, aber Lauro nervt mich auch zu. Hori! Man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter der neuen Pokémon-Arena von Eventura City endlich eingetroffen ist. Oh, bin schon neugierig, wer es ist. Schau doch mal dort vorbei und überzeug dich von, wie stark du geworden bist. Und wie stark der Leiter ist. Ich habe nicht die Level nachgeschaut, Leute. Ich habe nicht die Level nachgeschaut, was die haben. Okay, was ist das für eine Medaillenbox? Also, was ist das? Ein Gerät von meiner Box, in der Medaillen abbewahrt und Informationen dazu gespeichert werden. Aha. What the hell? Funktion. Bewegen Cursor auf beliebige Teile und drücken Abguck oder berühren das Kästchen rechts nehmen, um sie als Stolzmedaille einzustellen. Also, dass ich da stolz darauf bin, aha. Über die Kommunikationsfunktion kannst du deine Stolzmedaille auch an. Was? Aha. Speichere regelmäßig das Spiel. Ah, okay. Was diese hier ist wohl klar. Einmal speichern. Was soll das Ganze? Also, wenn man Medaillen hat, dann kann man da sicher 100% Medaillen kriegen. Was sich das bringt? Keine Ahnung, ich spiele ja zum ersten Mal hier. Okay, es hat geheißen zur Arena. Der Arenaleiter ist hier. Der Arena ist hier in Eventura City. Ich habe keine Ahnung, ich werde eh wahrscheinlich ablosen gegen den. Also gehe ich schon mal langsam hin. Harry! Nicht schon wieder, du! Was habe ich angestellt? Entschuldige bitte, ich habe vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen. Nimm zum ersten Mal das hier an dich. Eine Sindelbeere. Ob man hier wieder Beeren einpflanzen kann wie ein Platin? Mal sehen. Ich habe sie gerne Bergerson genannte Sindelbeeren gegeben. Gib sie deinem Pokémon zu essen und regeneriere so ihre KP. Also kannst du deine Pokémon und die Beeren auch tragen lassen, einfach so. Also erstens ist sie selbstständig eine Bär, wenn sie im Kampf Schaden erlitten haben, um so ein paar KP zu regenerieren. Ja, am Anfang sind die Bären zwar noch nützlich, aber später ein bisschen nutzlos, also kann man sehen, wie will. Nun gut, vorhin habe ich dich ja angewiesen, den Arenaleiter von Eventura City herauszufordern. Aber das ist ein sehr starker Trainer. Doch, versage nicht! Wenn du dir nur bewusst machst, wo die Stärke deiner Pokémon liegen, was du als Trainer zu tun hast, dann ist das Sieg so gut wie dein. Welcher Typ hat der? Keine Ahnung. Und dann misst du dich mit ihm, ihr stärkeren Trainer. Ja, genau, das machst du. Fordere die anderen Leiter aus der Städte heraus. Arbeite mit deinen Pokémon zusammen und wachse als Trainer daran. Und je stärker ihr werdet, desto weiter wird euer Horizont. Noch viel weiter. Unnötiges Geplapper von ihm? Scheint so. So, zurück nach Eventura City. Wenn dort das Level 15 ist, habe ich ein kleines Problem, weil ich bin Level 11 und 10 mit meinen Pokémon.
Das wird nochmal hier Spaß machen, also ich habe keine Ahnung, welches Level der ist. Hoffentlich nicht ein allzu hohes, sonst wird es wirklich zu hart hier. So, die Arena, die war doch hier. Ja, hier war der Trainer. Mal sehen. Okay. Ich habe Laufe aus 1000 gebeten, hier zu unterrichten, aber er hat abgelehnt. Er sagt, es sei Zeit, den jüngeren Leuten das Feld zu überlassen. Ja, nee. Hier sind ja auch jüngere Leute, oder? Mann. Muss er immer sich bei den kleinen Kindern einschleimen? Was ist das hier, ein Poster? Was ist das? Sieht aus wie ein Ofen, das hier, keine Ahnung. Eine Tafel! Auf der Tafel steht Erläuterung zu dem Statusproblem. Ah, die gibt's auch wieder. Yes, eingefroren, den finde ich geil. Hey, du gibst dein Pokémon doch bestimmte Items zu tragen. Kommt drauf an. Aber ich aussehe kein Pokémon mit von Menschen hergestellten Items, wie zum Beispiel Tränke, nichts anfangen. Sie tragen sie einfach nur. Stimmt, ich habe doch noch ein paar Tränke. Oder? Da kann ich doch Trank geben. Ein Blumen und einen Trank geben. Einfach mal so. Einfach mal so, weil es unnötig ist. Achso, ich dachte, man kann hier die Uhrzeit ablesen, aber anscheinend nicht. Oder? Nee, geht nicht. Hier ein Lautsprecher. Sieht aus wie eine Schule hier. Ist das jetzt eine Arena oder eine Schule? Man weiß es nicht. Pokémon von Typ Normal sind ziemlich anfällig gegenüber Kampf-Pokémon. Aber dieses Geld gibt es nur auf dem Tausendkopf ein Kampf-Pokémon. Riolu! Geil, ne? Wenn du mit einem Pokémon von Typ Feuer, Wasser oder Pflanze kämpfst, kommt es nur darauf an, welches Pokémon stärker ist. Ach so, ist das hier eine normale Arena? Pokémon Arena von Aventura City Leiter. Terran! What the fuck? Leute, bitte macht meinen Mund zu. Terran an der Arena Leiter? Was geht hier ab? Man kann die Entwicklung eines Pokémon auch unterbinden. Ich lese sie mal aus dem Lehrbuch hier vor. Sobald die Evolution des Pokémon einsetzt, kannst du mit dem B-Knopf so erschrecken, dass es in seiner Entwicklung gestoppt wird. Okay. Also der hat einen Tipp gegeben zu Kampf-Pokémon, also normal zu Kampf. Scheint wirklich eine normale Arena zu sein. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Kommt der aus Final Fantasy V? Da gibt's nämlich einen Typ, der heißt auch Guido. Ist auch eine Schildkröte, Freundchen. Vielen Dank, dass du hier in der Arena antrittst. Hier für dich. Ein Tafelwasser. Danke sehr. Eine Pokémon-Arena ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Stärke des Trainers zu bestimmen. Einfach gesagt, wer eine Arena besiegt, muss ein starker Trainer sein. Ein Pokémon-Kampf verliert man, wenn man keine kampffähigen Pokémon mehr auf seiner Seite hat. Von daher ist es von Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Ich finde es schade, dass man nicht so ein Anime macht, dass es heißt maximal 3 gegen 3 Kampf oder so. Maximal. Also maximal 3 Pokémon einsetzen oder so. Da hätte man einiges machen können. Aber, naja. Oh, ein Herausforderer! Willkommen in der Pokémon Arena von Aventura City. Ich bin Cherry, der Arena. Wo ist deine Brille, Freundchen? Die du in Schwarz 1 und Weiß 1 hattest. Junge, ich hab gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Wie dem auch sei, du musst natürlich eine Arena ansprechen und gegrüßt werden. Oh, deine Begrüßung! Wer mein Herausforderer? Nehmt eure Position ein, ihr beiden. Ein Herausforderer? Ja! Wenn die beiden besiegt solltest, darfst du mir gegen mich antreten. Have fun, du wirst es nie schaffen. Okay, das sieht aus wie ein Sportplatz. Hat was, also hier sogar ein... Was ist das? Mistkübel? Licht, also... Ich will wissen, wie die Arena hier in der Nacht aussieht. Das wäre sicher episch. Vielleicht dann später ausprobieren und so. Na dann, let's fight. China kannte mein Potenzial und hat mich zu einem Trainer in seiner Arena gemacht. Na dann, let's fight! Extra ein Kampffeld steht sogar hier. Das finde ich sogar mal nice. Mal was anderes. Teenager Christian! Mit einem Nagelot. Ist wirklich eine normale Arena. Sieht danach aus. Level 9! Wow! Das wird lustig. So, Blue Moon! Aquaknarre! Biau! Stärke 40! Hat das was abgezogen? So, ich senke meine Verteidigung. Dann mache ich einmal Charme, um seinen Angriff zu schwächen. Stark zu schwächen.
So, Nagelotz. Angriff sinkt stark. Er macht Tackle. Bam! Das war aber einiges an Schaden. Aquaknarre! Juppie! Kabumso! Tackle! Zack, bumm. Weißt du was? Ich mach nochmal Charm. Das ist mir ein bisschen zu viel Schaden, was der macht. Nochmal Charm. Angriff sinkt nochmal um 2 Stufen. Auch wieder Silberblick. Das heißt, ich habe minus 2 Verteidigung, er hat minus 4 Angriff. So. Na dann. Aquaknarre! Patschi! Kabumso! Silberblick! Minus 3 Verteidigung! Aber irgendwie bringt sich das nicht mehr, weil mein Verteidigungswert ist vorherein schon ein bisschen niedrig bei Azuril. Aquaknarre! Krams! Schon wieder Silberblick! Okay, wir haben alle beide minus 4. Schön, ne? Aquaknarre! Bam! Ah, ein Schlag noch. Okay, er hat's vertan. Er hat's verbockt. So, meine Verteidigung ist mehr als am Boden. Aquaknarre und tschüss, Nagelotz. Nagelotz! Tschüss. 115 Erfahrungspunkte. Left, left, left. Level 12. Kein Angriff und kein Spezialangriff. Das ist ein bisschen nicht so gut. Jöckleff! Auf Level 9. Gut, Seppi, bevor du bist dran, weil mein Blue Moon seine Verteidigung ist negativ fast schon. Aber nur fast. Seppi, bevor du bist dran. Na, dann mach Tackle. Mein Azuril wäre jetzt sowas von tot gewesen. Rankenhieb. Kabums. Physisch und ziemlich stark. Schniffler. Die Trainer hier sind noch immer nicht intelligent genug für mich, weil Schniffler bringt sich nur was, wenn ich entweder Doppelteam einsetze oder ein Geist-Pokémon bin. Sonst bringt sich das gar nichts. Autsch. Und Rickel. Mit Rickel kann man ganz schön nerven. Nerven. Rankenhieb. Karams. Ach, ein Schlag noch. Silberblick. Also die Arena, die ist schon mal ein bisschen anspruchsvoll, muss schon sagen. Das Level vor allem. Level 9. Ich bin mal gerade Level 10, 11, 12 herum. Und Yorkliff ist tot. 68 Erfahrungspunkte für Serpifoe. Level 11. Wow, das bekommt gute Werte, nur leider werde ich es nicht benutzen. Tja, später halt, weil ich brauche schon meine Teammitglieder. Später werde ich es nicht benutzen, so meine ich damit. Und jetzt noch das Mädchen besiegt, kannst du in einer Etappe herausfordern. Ja, Freundchen, aber chill mal. Mein Blue Moon, mein Serpifoe, du weißt, was das heißt. Heilen! Ich hab's mal kurzerhand ein bisschen finsterer gemacht, beziehungsweise ich habe die Uhr umgestellt. Und in der Nacht sieht das mal gar nicht so schlecht aus, also fast wie am Tag. Ich hätte es ein bisschen finster machen können, aber naja, passt schon so, passt schon so! So, Azuril, du nach vorne, damit du mehr Freundschaft bekommst. Wir werden eigentlich immer Zeit, weil die Startfreundschaft von 70 ist nicht viel. Na dann, nächster Trainer, die Trainerin. Hallo. Ich zeig dir jetzt mal, was Jerry mir beigebracht hat. Ja, ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Ja, bam. Gererosi. Irosi mit einem Yorkleff. Okay. Yorkleff. Auf Level 9. Komm, Azuril, du schaffst das schon irgendwie. Charme. Yorkleff ist vor mir dran. Ja, Yorkleff ist ziemlich schnell. Muss schon sagen. Okay, Azuril ist langsam, ne? So kann man es auch nennen. So, Angriff sinkt stark. Aquaknarre! Ah, wir sind gleich schnell, ne? Weil einmal ist er jetzt dran gewesen, sonst bin ich vorher dran gewesen. Das müsste dann eigentlich heißen, wir sind gleich schnell. Aquaknarre! Bam, 6 KP Schaden. Haut ganz schön rein, der. Aber eigentlich immer hier chillig. Tackle! Autsch! Komm, du schaffst das, Azuril! Du schaffst das! Ah! Zieh dir vollwendig. Ah, was muss mein Spezialangriff auch plus 0 kriegen? Das ist nicht normal hier. Und Tackle! Bam! Autsch! Und Aquaknarre!
Was? Er ist vor mir dran! Nein! Oh, ich hätte es gelacht, wenn es ein Volltreffer gewesen wäre. Level 9 besiegt. Haha. 115 Erfahrungspunkte. Und. Ah, Nagelotz. Also, man hätte hier ein bisschen mehr Pokémon reintun können, wenn schon von Typ normal, ja? So viel dazu. Typ normal gibt so viele Pokémon. So viele. Das kann ich mal alle aufzählen. Man hätte hier irgendwann ein Radikal oder so reintun können, aus Spaß statt Nagelotz. Wenn schon ein Nagetier-Pokémon sein muss. Rankenhieb. Ratzebabts! Ja, einmal noch. Tackle. Autsch. Komm, sehr Pifoy, du schaffst es. Rankenhieb. Zack, boom. Tot. 58 Fangspunkte und 53. Wie ist der Langmann nicht nur durch auswendig lernen, muss es aus anwenden. Das ist richtig. Das ist absolut richtig, kann ich nur empfehlen. Okay, du bist echt gut, aber kannst du auch Schere besiegen? Mal sehen, ich gehe mich kurz wieder heilen, Leute. Nach jedem Kampf heilen, erinnert mich an Nuzlocke ran. Naja, ist uns gleich wieder. Wenn ich schon hier bin, was geht bei der Typ eigentlich da? Da bist du jetzt endlich, Harry, du lässt nichts anbrennen, was? Hier hast du eine neue Medaille. Wozu? Pokémon Center Fan. Aha. Ne, noch eine! Fundsachensucher? Hä? Versuch nun die Anzahl deiner Medaillen auf 50 zu erhöhen. Häng dich rein. Ja, was bringt sich das, Freundchen? Hä? Was bringt sich das? Wir sehen uns in der Arena wieder. So, alle guten Dinge sind drei. Das dritte Mal ist schon hier. Noch immer findest du hier eingestellt. Ja, finde ich irgendwie geiler. Level 12, Azuril. Na, ich hoffe, das Level hier reicht. Sonst wird es hier ein bisschen hart. Hallo. Charon. Dab, 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 dab. Genau wie es für dich der erste Kampf als Herr Arena Herausforderung ist. Ist es mein erster Kampf als Arenaleiter? Oh! Okay. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später schloss auf unseren Kampf sind. Okay, machen wir das. Gegen Charon! Ein etwas unerwarteter Arenaleiter, finde ich. Die Musik wurde ein bisschen mehr remixed, finde ich gut. Und er hat auch einen Nagelotz. Ah, die Pokémon-Vielfalt könnte ein bisschen größer sein. Auf Level 11. Ja, das ist nett. Charm. Kraftschub. Oh, ho, 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 ho. Angriff und Spezialangriff steigt. Gut, dass ich Charm mache. Angriff senkt sich um 2 Stufen. So, ich glaube nicht, dass er Spezial angreifen wird, wenn dann physisch. Nochmal Charm. Er macht Tackle. Autsch. Nochmal Charm. Dann hat er minus 3 Angriff und minus 4 minus 3 Angriff, passt, fertig. So. Aquaknarre! Kabums! Ah, das zieht aber nicht viel ab. So, jetzt hat er minus 2 Angriff wieder. Wegen meinem Charme ist sein Angriff ein bisschen, ja. Dein Attackenball war weise und stark, du bist vor allem stark! Na dann, Aquaknarre, irgendwie werde ich das schon hier schaffen. Ah, die Musik, dumm, dumm, dumm. Fällt mir noch immer. Och man, das ist so richtige Bitchheit hier. Okay, Angriff ist auf minus 1. Schön. Also bis jetzt macht er nur Kraftschub, 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 Kraftschub. Wenn er Spezial angreifen würde, wäre es erstens eine Überraschung und zweitens wäre das ziemlich böse. Okay, sein Angriff ist wieder auf 0. Auch gut. Charm. Da kann man dich jetzt schon richtig nerven damit. Aber sowas von. Angriff sinkt stark. Mach Tackle. Autsch. 7 KP Schaden. Das kenn ich woher. Aquaknarre. Schöner taktischer Kampf hier. Er macht Tackle. Autsch. Aquaknarre, er setzt einen Drang ein. Was für ein Spast. Kann nicht ohne Drang kämpfen oder was? Eieieiei. Das macht das Ganze ein bisschen schwerer jetzt. Charm. Tackle. Autsch. 9 KP noch. Eieieiei. Angriff sinkt stark. Aquaknarre. Ich glaube, so einen taktischen Kampf sieht man selten, oder? Au. Oh.
Jetzt sollte ich auswechseln. Pokémon auswechseln zu Serpifeu. Du bist dran. Ohne Tränke ist das hier ganz schön hart, muss ich sagen. Hui! Im Kampf zumindest. Kraftschub! Also wenn der jetzt einen Spezialangriff hätte, ich wäre sowas von tot. Aber wirklich, Rankenhip! Kabums! Oh, zieht einiges ab. Tackle! Autsch! Und Rankenhip! Zack! Tot. Nagelix, Nagelix wurde besiegt. 85 und 78 Punkte. Es kommt Yorkliff. Wer hat hier was von Pokémon? Level 13! Pokémon-Vielfalt gesagt und zweitens Worte! Silberblick. Er macht Kraftschub. Uiuiuiui, da muss ich den Kampf schnell beenden. Sonst ist das hier ganz schön schwer. Silberblick. Verteidigung sinkt. Wickel! Schaden über Zeit. Wieder Kraftschub. Oh oh. Der will mich mit einem Schlag töten, glaube ich. Mit einem Schlag. Ja, das wird böse. Wickel! Zack, Schaden über Zeit. Komm, hau rein! Hau rein, Serpifeu, mit! Nochmal Silberblick. Ja, nochmal Silberblick. Nochmal Silberblick. Verteidigung sinkt nochmal und dann hau ich rein. So, was macht er? Kraftschub Nummer 3! Der will einfach nur ownen. Der will einfach nur ownen. Wenn das auf 6 ist, ey. Na, da will ich nicht mal dabei sein, ey. Wie das zerfetzt wird dann. Rankenhieb! Wieder Kraftschub. Wenn er nur das macht, dann macht er aber einen Fehler. Auf Dauer ist das ein Fehler. So. Rankenhieb! Bam! Oh, das haut rein. Dann nochmal. Und ich bin vorher dran. Zack! Nein! Nein! 1 KP! Nein! 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 Ein einziger KP! Du kannst mich mal AK-Knarre! Nein! Ach du meine Güte, du bist ein Spaß, Sharon! Ach du meine Güte, ein KP! Wegen einen! Ach du meine Güte! Das ist nicht lustig! Ich muss aber trotzdem darüber lachen. Alter! Nee, Tränke benutze ich nicht! Ach. Komm nochmal gleich, weil es so spaßig war. Okay, er fängt an mit Nagelox. Da muss ich jetzt ein bisschen umdenken. Er fängt an mit Nagelox Level 11. Und dann kommt sein Level 13er. Das hat was. Ich habe hier roten Schlag. Ich glaube, ich habe eine gute Taktik. Moment, ich muss kurz rechnen. Bis 70%. Kann sein, dass Tackle stärker ist? Trotz Step von Rankenhieb? Ich glaube ja. Das ist halt mit meiner Stimme los. Kann man schon mal passieren. Dass ich mich verkühlt habe. Schon wieder mal. Es ist wieder mal kalt geworden draußen. Und da kann man sich schon mal ein bisschen verkühlen. Und das mit Sharon. 1 KP. Was ist das für einer? Das ist mir schon einer, das ist mir noch nie untergekommen. Komm nochmal gleich, Sharon! Ja, ja, tapst mit deinem linken Fuß. Tapst mit deinem linken Fuß, zeig's mir, komm, zeig's mir, wie gut du wirklich bist! Zeig's mir, Sharon! Jetzt alles oder nix! Wegen 1 KP habe ich verloren, ich glaube, das ist mir noch nie passiert. So was. Ist einfach unglaublich. Einfach nur unglaublich. Was soll ich noch dazu sagen? Ja, er fängt wieder mit Kraftschub an. Er ist so ein Kämpfer. Kraftschub und dann töten. Nur weil ich eine Charmattacke habe, die den Angriff senkt.
Und das mit der gleichen Initiative, das stört ein bisschen, also das 50% ist, dass ich als erster dran bin und dann er. So, jetzt mache ich es anders. Jetzt mache ich zuerst so oft schauen, bis sein Angriff so richtig, aber so richtig Müll ist. Aber er macht nur Kraftschub, also wie viel AP hat das? Ich weiß nicht genau. 20? 30 herum? Sowas. Das hat sehr viele AP, das weiß ich, die Attacke. So. Aquaknarre! Kraftschub, Kraftschub, Kraftschub. Wenn er die Attacke nicht kennt, dann wäre es ein bisschen einfacher. So. Ja, ja, weise, schon klar. Aquaknarre! Zack! Das nenne ich mal einen taktischen Fight! Ohne Ende geht's hier die Taktik ab. Also richtig. Aquaknarre, er macht Tackle! Bam! Schon wieder 7 KP. Ich glaube, der hat's mit den 7 KP hier. Charm! Er wird sicher wieder seinen Trank einsetzen, dieser Asoziale, weil ich setze meinen ja nicht ein. Hätte ich meinen eingesetzt, hätte ich vielleicht gewonnen. Aber nur vielleicht. Terry Bugs am Angriff, der war schon ein bisschen hoch. Aquaknarre! Kabumso! Tackle! Autsch! So, nochmal! Aquaknarre! Aquaknarre! So, jetzt wird er seinen Trankreich einsetzen. Das mache ich jetzt so. Ja, ja, Angriff steigt dazu. Rotenschlag! Er setzt wirklich einen Trank ein. Warum denn? Rotenschlag. Verteidigung senkt. So, nochmal. Er macht Tackle. Autsch. Rotenschlag. Gut. Es kam Zephyrfeuer rein. Ich habe ein bisschen vorbereitet schon mal. Los, Zephyrfeuer! Mach Tackle. Autsch. So. Tackle! Zurück. Sehr viel Feuer. Bam! Ah, der hält noch immer so viel aus, obwohl ich zweimal die Verteidigung gesenkt habe. Zweimal! Tackle! Tackelt euch zu Tode! Yes! Nagel, jetzt wurde besiegt. 85 Punkte. Level 12 für Sehr viel Feuer. Level 13 für Blumon. Blubstrahl. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Level Stärke 65. Besser wie Aquaknarre auf jeden Fall. So. Blubstrahl. Yorkliff kommt hinein. So. Und jetzt. Jetzt geht die Party ab. Wickel. Wickel, wickel, wickel. So. Er macht Tackle, er macht nicht Kraftschub, sondern Tackle, also er kämpft auch anders. Ah, es hat fast nach einem Volltreffer ausgesehen, aber es war keiner. So. Silberblick! Zack! Verteidigung senkt! Ich bräuchte irgendwas, was die Initiative senkt. Au! Wieso haut das so viel rein? Ist ja unglaublich! Tackle! Ja, Pivoy! Kapum! Wie das einfach mal so wegsteckt. Volltreffer. Unnötig. So, Blumon, jetzt zeig's uns, was du kannst mit deiner neuen Attacke. So, Charmal. Mach Tackle. Ah, es war mir dran. Nein! 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 Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Langsam wird's hier lächerlich. Aber wirklich. Blubstrahl! Wie lächerlich. Lächerlich, du! Alter! Was habe ich angestellt? Vorhin so ein Anschlag, jetzt geht das Terry-Jockey so ab? Hallo? Ich glaube, es hackt. Aber derbe! Versucht das mal nachzumachen, Leute. Ich glaube, ihr schafft das nicht. Das nachzuspielen. Dass ihr zweimal verliert gegen den. Jetzt geht's aber richtig los. Ich habe eine neue Attacke, Freundchen. Jetzt kenne ich kein Wenn und Aber mehr. Jetzt geht's so richtig ab. Jetzt bin ich so richtig schnell sprecherisch. Mich versteht eh keiner mehr. Jetzt bin ich aggro. Komm, zeig's mir. Ich kann nicht mal in die Tür gehen.
Ich kann nicht mal durch eine normale Tür gehen. Zweimal verloren. Zweimal. Das ist nicht mal normal. Ja, ja, laber nicht so viel. Du sollst nicht so viel labern. Ja, du versuchst das schon dritte Mal. Erinnert mich an den Smaragd-LP, wo du dreimal gegen Arena Lines verkackt hast. Was hast du geschaut? Challenge schaut meine LPs an, Leute. Scherz. Langsam wird das hier lächerlich, also richtig derbe. Ich war nicht vorbereitet drauf, sagen wir mal so. Und zweitens, Aka Blubstrahl hat noch immer keinen Step. So, Blubstrahl! Stärke 65. So, ist schon um einiges mehr mal. Und ich bin schneller wie Nagelos, das gefällt mir schon mal. Nur, dass er immer seinen Trank einsetzt, das nervt ein bisschen. Ich meine, später werde ich keine Probleme mehr haben gegen sowas, weil später habe ich noch bessere Pokémon. Da habe ich dann auch mein weiterentwickeltes Azurill. Aber was hier abgeht, ist nicht normal. In der ersten Arena verkacke ich so viel wie noch nie. Ich glaube, das ist der Let's Play-Effekt. Aber ernsthaft? Normal hätte ich das geschafft, ohne Probleme. Blubstrahl! Ha! Er macht Kraftschub. Schön, wenn du das machst, Freundchen. Er wird sicher gleich wieder Tranks einsetzen. Dam, 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 dam. Aber er ist im roten Bereich. Sonst bringt sich das ja nichts. Tackle! Autsch. Er tackelt wirklich mein kleines, süßes Azurill zu tun. So, Charm. Er setzt seinen Trank ein. Ich weiß schon ganz genau, was er tut. Ich kenne schon seine Taktik und so. Und trotzdem verliere ich noch immer. Was soll man noch dazu sagen? Ich bin ein Blubstrahl! Biss! Autsch. Keine Step-Attacke. Schön. Wenn du mal ein bisschen Variation hier reinbringst, Freundchen. Er hat nur einen Trank, wie ich das sehen kann. Beziehungsweise gemerkt habe. Ach, Mann. Komm schon, Blubstrahl! Kawumso! So, Nagelotz ist kein Problem. Ja, Clef. So, so, du willst es also wissen, Mannchen. Weiter auf Level 13. Charm. Biss. Keine Step-Attacke. Ah. Trotzdem haut das so eine rein, das glaubt man gar nicht. Das glaubt man einfach nicht. Was habe ich nur angestellt? Wickel. Was habe ich angestellt? Und wieder Kraftschub. Eieieiei. Jetzt muss ich ihn mit einem Schlag bald töten, weil der haut so eine rein. Jörgklef ist sehr stark, muss schon sagen. Ich habe es wirklich unterschätzt. Und diesen Run habe ich auch unterschätzt, weil... Hätte ich vorhin gewusst, dass es hier so abgeht. Ah, das wird knapp. Moment. Ne, es war über die Hälfte. Das war über die Hälfte. Tackle! Tackle! Bam! Kraftschub, oh oh. Jetzt oder nie! Jetzt oder nie! Jetzt oder nie! Wickel! Ups! Und Tackle! 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 Komm! Danke! Danke, danke, danke! Sehr viel Freude! Mann, drei Versuche habe ich gebracht. Drei Versuche! Das ist lächerlich einfach. Einfach nur lächerlich. Es freut mich, dass du mein erster Herausforderer warst. Dieses Fazit ziehe ich aus unserem großartigen Kampf. Das überreiche ich dir aus einer kleinen Stärke. Ich bin nicht stark, das merkt man schon. Ich brauche mein zweites Teammitglied. Und mein drittes, mein viertes, mein fünftes, mein sechstes, dann schaffe ich alles. Ich brauche sechs Teammitglieder, dann schaffe ich alles. Also ist kein Problem hier. Egal, ich bekomme den ersten Orden. Der zweite... Was? Okay, sind nicht die gleichen Orden wie in Weiß und Schwarz 1. Interessant. Den Grundorden. Bravo, der Grundorden ist dein erster Arena-Orden. Ein denkwürdiger Moment. Das stimmt, nach drei Versuchen. Besitzt du einen Orden, wir folgen auch im Tausch erhaltene Pokémon. Auch im Tausch erhaltene Pokémon, das sagen sie jetzt extra. Bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. TM83 Kraftschub.
Mit der TM83 kannst du deinem Pokémon Kraftschub beibringen. Setzt du Kraftschub im Kampf ein, werden ein Angriff und Spezialangriff stärker. Haben wir gesehen, das kann ziemlich böse sein. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Ja, in den ersten vier Generationen war das nicht so, dass man die TMs nicht unendlich oft einsetzen konnte. Noch einmal waren die weg. Oder je nachdem, wie viel man hatte. In einer Region gibt es 8 Pokémon-Arenen und folglich auch 8 Arena-Orden. Wer als Pokémon-Trainer etwas auf sich hält, der muss sie alle haben. Und nebenbei füllst du auch noch die Seite des Pokédex. Ja, auch ihr reist vor 2 Jahren durch die Lande. Also ich reiste. Mit meinen Freunden und den Pokédex in der Hand. Ha, es waren das Zeiten. Und ich habe 100%. Nee, Scheiße. Boah, nach 3 Versuchen die erste Arena. Die Freundschaft von Azure ging leider ein bisschen runter durch das hier. Frustration, aber eventuell Kraftschub. So, wen kann ich das beibringen? Blue Moon! Passt doch! Kraftschub statt Nassmacher, das braucht man nicht. So. Kraftschub für Blue Moon. Schöne TM. Vor allem, wenn wir ja Spezialangriff ist und das erhebt ja Angriff und Spezialangriff. Also mal gar nicht so schlecht. Boah, dass die Arena so hart ist, hätte ich nie erwartet. Niemals. Also wenn es in der zweiten Arena auch so abgeht, dann brauche ich mein zweites Pokémon. Knallhart. Hey! Ja, Ben? Und wie war es denn so, den Kampf gegen den Arena, da meine ich? Oh, da hast du doch den Grundorden. Das ist ja unglaublich. Dabei haben du und dein Pokémon diese Reise erst begonnen. Ach, verdammt, Leute. Ich habe keine Ahnung, welche die zweite Arena ist. Oh, das wird noch ein Spaß hier. Als Trainer hast du offensichtlich gehörig Potenzial. Dann bekommst du jetzt das von mir. TM Rückkehr. Je mehr Freundschaft, desto stärker ist die Attacke. Ja, andersrum von Frustration. Je weniger Freundschaft, desto stärker. Frustration halt. Beherrscht dein Pokémon Rückkehr, wird diese Attacke stärker, je mehr es sein Trainer mag. Also dieser Sharon. Ja, ist ein Kumpel mir. Bell! Na, wie geht's? Na, wie geht's? Haben wir schon lange nicht gesehen, na, was? Hier ist was passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mit deinen Visu-Caster eintrage. Ah, okay. Wozu auch immer. Hey, kannst du mich immer von einem Visu-Caster anrufen? Mich auch? Geil. Und ich habe auch noch Professor Eschel eingespeichert. Der Visu-Caster klingelt. Ja, abheben. Oh, die Professorin mal. Hallihallo, hi, ich bin Professor Esche. Ich habe von Bell gehört, dass du den Pokédex Anti angenommen hast. Das ist wirklich großartig, echt klasse. Dank dir wird sich unsere Beziehung zu dem Pokémon noch weiter verbessern. Yeah! Es ist wirklich wahnsinnig interessant. Hier, Professor Esche, es gibt... Achso, das ist die Bell. Es gibt hier nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht gestoßen sind. Vielen Dank, Bell, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl es ein weiter Weg ist. Wie läuft's bei dir so, Sharon? Alles frisch gepackte Trainer? Schön, dass wir uns mal wieder sprechen, Professor Esche. Lang ist hier. Sie sprühen ja förmlich für Energie. Ja, wie Esche halt. Wie ist mir da als Arena, Leute, es geht? Ja, hart und so. Wenn ich wenigstens meine gewohnten Partner an meiner Seite hätte, aber nein. Das schaffst du schon, Sharon. Auch wenn dir die Schwere bevorstehen, denk einfach, dass du damit die Beziehung deiner Pokémon vertiefst. Und auf diese Weise ein immer besserer Arena-Leiter wirst. Hört das mal hier irgendwann mal auf. Auch wenn Sharon erst kürzlich zum Einlass abgestiegen ist, ich gerade mal Anwärter auf einen Pokémon-Professor bin und Haare erst vor kurzem ein Trainer geworden ist, ja was noch alles. Wir alle haben trotzdem immer unsere Pokémon an unserer Seite. Das hast du schön gesagt, Bell. Unsere Welt ist eine Welt, in der wir zusammen mit den Pokémon leben. Vergesst das niemals, was ihr auch tut, wovon ihr euch träumt. Denkt immer daran, dass eure Pokémon bei euch sind. Das gilt besonders für dich, Haare. Ein Pokédex mag wichtig sein, doch an erster Stelle sollte der Spaß stehen. Spaß! Den du auf deiner gemeinsamen Reise mit dem Pokémon hast. Ja. Note. Hey Harry, Professor Esche ist schon cool, oder? Naja, sie redet mir zu viel, ehrlich gesagt. Wenn du sie auf der Visu-Caste anrufst, bewertet sie die Vollständigkeit deiner Pokédex-Einträge oder verrät dir alles Wissenswertes über die Entdeckung von Pokémon. Ich glaube, das werde ich mal austesten dann. Uns kannst du natürlich auch anrufen. Ich rate dir, wie sehr dich die deine Pokémon mögen. Oh, das wäre mal nice. Genau. Ich erkläre über die Fähigkeiten der Pokémon und über die Wechselwirkungen zwischen den Typen. Das brauche ich nicht. Aber Bell, das mit der Freundschaft, das wäre interessant. Hey, hi, Massaker, wie das heißt. Na, Matisse. Bist du der Arena-Leiter? Lass uns kämpfen. Du siehst mir nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar, komm zu mir in die Arena. Wie meinen? Ich gewinne auf jeden Fall!
Ja. Eine Rede hat's auch wohl echt nicht leicht. Tja, anscheinend. Ich hab's so eingerichtet, dass du ab jetzt das Skischier verwenden kannst. Mit Hilfe des Skischiers kannst du zum Beispiel per Infrarot... Ja, das brauchen wir nicht. Das T-Gear. Altbekannt. Ist gut für PvP und so. Aktivieren. Ja, aktivieren wir mal. Da rechts ist jetzt das C-Gear. Oh, sieht ein bisschen anders aus für den Weiß 1 und Schwarz 1. Schau mal, wenn das C-Gear aktiviert ist, erscheint der rechte Spielschirm. Ja. Brauch nicht durchlesen. Danke. So, da kann man nämlich über WLAN zocken. Hui, wenn man halt das eingestellt hat. Kann man Spiel synchronisieren, Optionen. Kann man Video Connection machen. Dann haben wir hier Drahtlosverbindung. So andere Spiele und so. Das ist schon mal richtig nice. Und IR? Achso, das ist... Ja. Freundescode tauschen. Tausch gegen andere Trainer. Kämpfe gegen andere Trainer. Tja. So viel dazu. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, Leute. Auch wenn ich dreimal verreckt bin am einen Leiter. Dreimal! Ich hoffe, das wird nicht nochmal passieren, weil... das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur unnötig krank und man sieht schon, wie meine Pokémon-Runs immer so sind. Abgefahren schräg. Bekomme ich eigentlich was, eine Medaille oder so für den Win? Ich frag den Typ mal gleich hier. Ja, neue Medaille. Wirklich, eine neue Medaille. Spaziergang. Harry. Okay, das war alles. 9 Tipp-Medaille. Ich habe leider keine weitere Tipp-Medaille für dich. Ja, tschö. Okay Leute, ich sage auch tschö, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, die nächste Arena wird nicht so schwer wie diese, weil das war wirklich krank. Bis zum nächsten Mal und ciao!